Ja, vielen Dank. Es ist ein bisschen ungewohnt, hier von oben herabzureden. Das ist nicht so meine Art. Aber gut, ja, nach der Rede von Christian und von Bernd könnte ich eigentlich sagen, also wir können 10 Minuten sparen. Da haben Sie alles gesagt, alles wichtig und lasst uns das durchziehen. Aber ihr wart ja so klug, einer Agrarpolitikerin 10 Minuten Redezeit hier einzuräumen. Und das werdet ihr noch merken, was ihr davon habt. Weil ich bin nämlich eine leidenschaftliche Agrarpolitikerin, wie viele wahrscheinlich wissen. Und ich finde auch, Leidenschaft gehört irgendwie dazu, wenn man Politik macht und wenn man Leute überzeugen will, weil wir müssen ja nicht nur die Köpfe erreichen, sondern unbedingt auch die Herzen. Und dazu ist natürlich die Agrarpolitik in besonderer Weise geeignet, finde ich, weil einerseits tatsächlich die Herausforderungen an die Landwirtschaft sehr groß sind, sehr breit sind. Ich will es nur noch mal sagen, die sind für unsere Versorgung mit Lebensmitteln zuständig. Die sollen die Natur schonen, sie sollen an der Energiewende teilnehmen, oder sie gestalten und sie sollen am Ende auch noch für lebendige Dörfer beitragen. Und ich finde schon, das hat dann auch unseren Respekt verdient. Und deswegen finde ich, dass diese Herausforderungen, die im real existierenden Kapitalismus ja nicht so leicht zu reißen sind und zu erledigen sind, sind genau der Punkt, an der wir Linken einhaken müssen, wo wir Linken an deren Seite stehen müssen, die Veränderungen, die notwendig sind, mit begleiten. Und wir brauchen die Betriebe wirklich als Verbündete. Und das müssen wir auch sehr ernst meinen. Und ich sage euch auch, weil eben dieses konservative Beharren auf das, was wir schon immer so gemacht haben, ist genauso falsch wie ein grünes, elitäres Verständnis von Landwirtschaftspolitik. Und da müssen wir dagegenhalten, weil wir brauchen die Betriebe, die vor Ort verankert sind. Wir brauchen die Betriebe, die Menschen, die in den Betrieben beschäftigt sind, die übrigens im Moment auch prekär beschäftigt sind. Und das dürfen wir nicht vergessen. Der niedrige Milchpreis ist ja erstmal als Symptom benannt. Ja, kann man sagen, findet man nicht gut. Aber ich will euch noch mal ganz übersetzen, was das heißt. Und das ist wichtig für Linke, dass wir das immer übersetzen. Das heißt, dass man viele Monate, jeden Tag mindestens 2-mal in den Stall geht, melkt und noch Geld mitbringen muss. Und man kann kein Kurzarbeitergeld beantragen, man kriegt auch kein Hartz IV, man kann nicht aufstocken. Und insofern ist es aus meiner Sicht wirklich extrem wichtig, dass wir tatsächlich auch in der Landwirtschaft für gut bezahlte Arbeit streiten und dass wir auch für gut qualifizierte Arbeit in der Landwirtschaft streiten, weil auch das ist die Zukunft der Dörfer, die da gesichert werden muss. Und was ich auch wichtig finde und was in der Agrarpolitik wirklich wir als Einzige leider so auch tun, man muss nicht nur die Symptome benennen, sondern die Ursachen. Und die Ursachen sind ein System oder ein Systemfehler, der tatsächlich Mensch und Natur ausbeutet. Wir haben es mit einer Marktübermacht von Lebensmitteleinzelhandel und von Molkereikonzernen zu tun, gegen die die Betriebe keine Chance haben. Und die auf deren, übrigens auf deren Kosten leben und die Lebensmittel verramschen. Das ist etwas, wo wir sagen müssen, da ist das System krank und nicht nur der Milchpreis. Und deswegen müssen wir da Widerstand leisten. Und an der Stelle habe ich wirklich mit der Bundesregierung, mit der Koalition noch eine Rechnung offen, weil die eben sich wegducken, weil sie eben nicht die Vorschläge von uns aufgegriffen haben, nicht das Kartellrecht geändert haben und die vielen anderen Dinge, die notwendig wären. Und sie sind auch an einer anderen Stelle ein völliges Versagen der Bundespolitik. Wir haben gerade, habt ihr wahrscheinlich gelesen, mit großen Agrarkonzernen zu tun. Das ist aus meiner Sicht eine Bodenreform des Geldkapitals. Das ist eine üble Entwicklung, der wir uns entgegenstellen und wo wir als Linke seit Jahren darauf hinweisen, dass das mehr Konsequenzen hat, als dass eigentlich einfach nur ein Besitzer wechselt. Wir haben damit zu tun, dass wirklich große Agrarkonzerne wie Kraken hier sich des Boden bemächtigen. Und der Boden ist doch eine Naturressource, das ist doch eigentlich ein gesellschaftlicher Reichtum, den wir verteidigen müssen, der nicht dem Finanzkapital ausgeliefert werden muss und wo wir zusehen müssen, dass die einheimischen Betriebe ihre Produktionsgrundlage nicht verlieren, sondern behalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Linke da ganz laut sind und auch ganz Linke klare Positionen vertreten, dass das Problem ist und nicht nur, wieder welches Türschild am Betrieb hängt. Und dass das gerade nicht reguliert ist, dass also sozusagen im Moment man gar nichts dagegen tun kann und die damit auch noch Steuergelder sparen,
In siebenstelliger Millionenhöhe. Das ist ein Skandal, ein gesellschaftlicher Skandal, auf den wir als Linke jetzt seit Monaten und Jahren hinweisen, wo wir aber einfordern müssen, dass sich da was ändert, weil die Menschen wollen nicht nur die Probleme genannt haben, sondern sie wollen, dass sich was ändert. Und deswegen ist die Linke so wichtig im Bundestag, weil sie die Einzige ist, die da konsequent handelt und auch tatsächlich Vorschläge macht. Und ich bin ja wirklich sehr, sehr froh, da bin ich auch Anke Schwarzenberg und der ganzen Landtagsfraktion wirklich dankbar, dass sie die ländlichen Räume jetzt so auch sehr, sehr konsequent auch mit einer Enquete-Kommission begleiten. Weil ich glaube, auch da können wir ganz, ganz klar linkes Profil zeigen. Weil es geht um eine solidarische Gesellschaft. Und für eine solidarische Gesellschaft darf niemand abgehangen werden, egal wo er wohnt. Auch das gehört dazu. Und außerdem muss man den Leuten auch mal sagen, euch nutzt es nichts, wenn wir aus den kleinen Dörfern auch noch alle nach Falkensee ziehen. Also insofern sind wir da eigentlich beide an der gleichen Front. Und ich sage mal, zu DDR-Zeiten haben wir mal gesagt, Stadt und Land Hand in Hand. Und das ist genau das Motto, was aus linker Politik da zu sagen ist. Aber deswegen brauchen wir eben einen Plan B. Und Genossinnen und Genossen, ich möchte nochmal wirklich sehr dafür werben, dass wir das nicht auf eine soziale Frage verengen. Weil es gehört auch die ökologische Frage und die ökologische Gerechtigkeit dazu. Und ich möchte auch noch mal deutlich machen, warum das so ist. Weil nämlich gerade die Ärmeren und die Ausgegrenzten der Gesellschaft nicht die Möglichkeit haben, sich gegen Klimawandel und andere zu schützen, sondern gerade die sind am meisten betroffen von dem, was wir ökologisch verderben und nicht richtig machen, und zwar für Generationen. Und auch deswegen ist es linke Politik, ganz klar zu sagen, soziale Gerechtigkeit und ökologische Gerechtigkeit sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und es geht eben dabei auch... Es geht dabei auch um Demokratie. Ja, auch bei der Energiewende geht es nicht nur darum, woher der Strom kommt und wie der produziert wird. Nein, da geht es auch um die Machtfrage, um die Frage, ob hier einige wenige Konzerne bestimmen, wie hier Energiepolitik stattfindet, die auf Kosten des Klimawandels und so weiter agieren, oder ob das wirklich im Interesse der gesamten Gesellschaft passiert und ob wir alle dazu beitragen können. Und deswegen ist es so wichtig, auch für uns ganz klar zu sagen, erstens, die Lausitz braucht eine soziale Perspektive, auch nach der Kohle, und wir müssen eine Energiepolitik betreiben, die auch demokratisch funktioniert und ökologisch. Und ich sage euch auch, wir brauchen mehr Frauen in der Politik. Entschuldigung, Christian, und ich bin davon überzeugt, dass diese Welt wirklich besser ist, wenn sich mehr Frauen einmischen in die entscheidende Politik. Und wir sollten auch wirklich unsere Erfolgsgeschichten noch lauter erzählen. Und dazu gehört auch eine vernünftige Bündnispolitik. Ihr wisst, ich wohne 10 Kilometer von der Grenze des ehemaligen Bombodroms der Küritz-Haupiner Heide entfernt. Und ich habe also die Auseinandersetzung um das Bombodrom sehr intensiv erlebt. Und das war wirklich eine Erfolgsgeschichte, die man immer wieder erzählen muss, und zwar auch erzählen muss, warum das funktioniert hat. Weil am Anfang haben uns alle gesagt, gegen die Bundeswehr und das Verteidigungsministerium habt ihr keine Chance, könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber wir haben es geschafft, wir haben parlamentarisch, außerparlamentarisch und in den Gerichten dafür gekämpft. Und wir haben eins getan, wir haben keine Motivation denunziert. Wir haben als Linke natürlich vor allen Dingen auch friedenspolitische Motivation gehabt. Aber wir haben auch nicht denunziert, wenn jemand gesagt hat, ich will die Natur schützen. Oder wir haben niemanden denunziert, der gesagt hat, ich will nur mein kleines Häuschen retten. Oder wir haben auch niemanden denunziert, der gesagt hat, ich brauche meine wirtschaftliche Grundlage. Und diese Allianz von Leuten, die ganz unterschiedliche Motivationen, aber das gleiche Ziel haben und die demokratisch miteinander kämpfen und demokratisch sich durchsetzen, die Allianz brauchen wir ganz sicher. Denn ich sage euch auch eins. Die Weimarer Republik ist nicht an der Stärke der Faschisten gescheitert, sondern an ihrer eigenen Schwäche. Und das ist auch eine historische Parallele, die wir im Kopf haben müssen. Und da sage ich aber auch, ich möchte erreichen, dass das Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr so dominant im Wahlkampf ist, dass wirklich so viele Leute wieder auf die Straße gehen wie 2005, als 500.000 Menschen gegen den Irakkrieg protestiert haben und Schröder sich eben nicht getraut hat, daran direkt teilzunehmen. Und deswegen lasst uns bitte da ganz klare Worte finden und die Leute mobilisieren, dass sie mit uns gemeinsam gegen die Auslandseinsätze der Bundeswehr ganz klare Positionen beziehen und dass wir das dann auch in den Parlamenten durchsetzen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus